Supplemente, auf Deutsch Nahrungsergänzungsmittel für Frauen. Welches ist geeignet? Es gibt nicht das Supplement für Männer und das für Frauen, weil wir ungefähr die gleichen Zielsetzungen haben. Wir wollen eine straffe Körperform haben, also das soll nicht überall wabbeln und schwabbeln. Wir möchten natürlich ein gewisses Maß an Fitness haben, wir möchten ein gewisses Maß auch an Körperkraft haben. Es nützt ja nichts, wenn ich seit Wochen, Monaten, im Fitness bin und nicht einen Klimmzug mit meinem eigenen Körpergewicht schaffe oder nicht einen Liegestütz. Das würde ja darauf hindeuten, dass entweder der Hintern zu dick oder die Ärmchen zu dünn sind. Fitness bedeutet ja auch, dass man seinen eigenen Körper nicht als Belastung empfindet. Deshalb ist auch ein gewisses Ausbilden an Kraft für die Frau interessant und deshalb, welche Supplemente sind geeignet. Der Booster, der Prime Booster ist besonders gut geeignet für alle, die sagen, ich brauche etwas, was Energy in mich reinbringt, was mich wach macht, was ich auch für die Arbeit nehmen kann, damit ich konzentrierter bin, was abends mich nicht nochmal überlegen lässt, gehe ich doch zum Fitness oder fahre ich lieber nach Hause schlafen, sondern was mich einfach ein bisschen pusht, was gleichzeitig die Durchblutung erhöht, die Fettverbrennung optimiert, den Muskelaufbau, den Kraftaufbau. All das ist im Prime Booster gegeben, deshalb ist es mein absolutes Favorite Product, Prime Booster Delicious Supplements. Für diejenigen, die sagen, ich möchte ganz ohne Stimulantien arbeiten, weil ich vertrage nicht mal eine Tasse Kaffee, hier kann ich 2 Tage nicht schlafen, die sollten mit dem Delicious Protein Shake arbeiten, einfach in Mandelmilch aufgelöst, dann habt ihr einen Low Carb und Low Fat Drink. Ihr könnt es natürlich nochmal auf die Spitze treiben, dann macht ihr es in Wasser, aber es soll auch irgendwie noch geschmacklich attraktiv sein, deshalb in Mandelmilch. Und dann trinkt ihr den 2-mal täglich als Mahlzeitenersatz. Das heißt, ihr lasst mal eine Mahlzeit weg, wo ihr sagt, Mensch, morgens habe ich eh nicht so Zeit für Frühstück, aber ich habe doch schon Hunger und ich haue mir eigentlich irgend so ein Blödsinn rein. Dann bitte auch selbst die, die nur Haferflocken essen, das ist nicht geeignet für eine Low-Carb-Diät. Ja? Haferflocken sind nicht Low-Carb. Viele wissen das nicht. Und da ist der Protein-Shake 1000-mal besser geeignet. Also ich kenne Sportler, die mit 5 Shakes am Tag arbeiten und knüppelhart sind. Das müsst ihr nicht machen, aber mit 2 Shakes sollte man da arbeiten und damit halt auch mal eine Mahlzeit ersetzen. Für die Leute, die sehr hungrig sind, würde ich auf 1 Liter Mandelmilch gehen. Für Leute, die nicht so hungrig sind, reicht auch 1,5 Liter. Für diejenigen, die sagen, ich bin dauernd Virusinfekten, Erkältungssymptomen ausgesetzt, ich merke, Mensch, wenn ich jetzt intensiv trainiere und dann noch versuche, im Job meine Frau zu stehen und dann auch noch in der Familie natürlich mein Bestes zu geben, dann wirft der Körper mich manchmal aus dem Rennen, weil er sagt, Mensch, du brauchst mehr Ruhe und die gönnst du dir nicht. Und zack, bin ich schon wieder am Niesen, am Schnupfen, am Husten. Das belastet nicht nur mein Umfeld, sondern mich auch. Um das zu vermeiden, könnte man jetzt sagen, Mensch, dann presst dir doch morgens schon mal gleich 10 Orangen aus, der direkt gepresste O-Saft. Oder nimm dir doch zur Arbeit mal 10 Bananen mit oder 10 Äpfel und die isst du so über den Tag verteilt. Ja, das wäre sinnvoll. Nur, das möchte nicht jeder machen. Und von daher würde ich da empfehlen, 1 bis 2 Delicious Vitamins Drinks am Tag. Einfach 2 Löffel auf 1/2 Liter Wasser und das 2-mal täglich. Dann pusht ihr euer Immunsystem mit so vielen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, dass ihr nicht mehr extra gucken müsst, wo kaufe ich mein Vitamin C, wo kaufe ich mein Vitamin D3, wo kaufe ich mein B-Komplex für Haut, Haare, Nägel. Da ist alles drin. Das ist meine Empfehlung. Bei Supplements gibt es eigentlich generell nie so das Produkt für nur Männer. Das muss man wirklich so sagen, weil wir, ich habe es zu Anfang schon erwähnt, weil wir doch die gleiche Zielsetzung haben, dass wie viel ein Mann immer mehr Muskeln haben als eine Frau, aber ein Mann hat 10-mal mehr Testosteron in der Produktion als eine Frau. Deshalb die ängstlichen Gedanken, die wir hier im Kopf haben, wenn ich jetzt eine Frau wäre, oh, ich will aber nicht aussehen wie eine Bodybuilderin, oh, ich will aber nicht aussehen wie so eine Schrankwand, oh, ich will aber nicht aussehen wie so eine CrossFit-Tante. Das, glaubt es mir, sind Damen, die noch mit anderen Substanzen arbeiten, um dieses Maß an Optik auszubilden. Da reden wir nicht mehr über Nahrungsergänzungsmittel. Okay? Euer Sascha macht was draus. Vielen Dank. Und wir haben gerade einen Code PRO30 für all diejenigen, die bis zu 55% sparen wollen.